mir als Hubertus, wir sind modern, wir sind jung, wir haben eine junge Leitung mit mir und meiner Schwester. Wir probieren an den Mitarbeitern neue Sachen zu bringen, neue Sachen zu bieten, damit es attraktiv für alle bleibt, Mitarbeiter und Gäste. Wir sind familiär, wir sind für alle da, wir sind allen da. Da ist kein Mitarbeiter jemals auf sich alleine gestellt. Er hat allen einen Freund, den er fragen kann, und in dem Sinne sind wir der Freund von Mitarbeitern. Wir haben 6 Monate Sommersaison, wir haben 4 Monate Wintersaison. Wir sind ein Aktivhotel, wir haben viele Wanderer im Sommer und viele Skifahrer im Winter, die alle mindestens 6 bis 7 Nächte bleiben. Also wir haben keine Kurzaufenthalte bzw. sehr wenig. Wir haben momentan ein ganz großes Glück mit dem Team, sprich von unseren 50 Leuten, die wir in der Vorsaison gehabt haben, haben wir lagemäß 3 neue suchen, aber aus privaten Gründen. Und es soll halt wahrscheinlich damit zu tun, dass wir momentan einen guten Zusammenhalt haben in den einzelnen Abteilungen. Das Bonusprogramm, was wir haben, haben wir ganz nett ausgetüftelt. Das heißt, jeder Mitarbeiter bekommt bestimmte Punkte und die Punkte kann er in Leistungen umwandeln. Zum Beispiel kann er gratis eine Seilbahn nutzen und Vergünstigungen in Geschäften, Saisonskarten, in Schwimmbädern. Also wir haben geschaut, dass da wirklich jeder Mitarbeiter von jung bis alt irgendwelche Bonusse hat, die er nutzen tut und nutzen will. Weil wir nicht so gut ungebunden sind, haben wir dafür 2 Mitarbeiterautos. Sprich, der Mitarbeiter kann ins ein Mitarbeiterauto ausleichen, kostet ihn 15 Cent pro Kilometer und sein kann nachher fahren und gehen, was er will. Sind wir ganz froh, dass das so gut funktioniert.